Hey Leute, ich habe heute was ganz Besonderes geplant, denn ich liebe das Abenteuer und ich habe mir gedacht, ich gehe heute campen. Aber dass mir das nicht zu viel wird, habe ich All-Inclusive Campen gebucht. Ich bin schon richtig aufgeregt und muss mal schauen, wo ich jetzt gerade eigentlich hin muss. Ich habe hier Google Maps, aber ist es echt richtig hier? Übrigens trage ich mein Lieblings-T-Shirt mit den Flammen passend zu meinem Abenteuermodus. Gibt es bei shop.aerosol.de. Und komme ich jetzt mal rein? Wow! Ist das richtig hier? Das soll das sein? Ich freue mich schon richtig auf meinen Whirlpool, auf in der Sonne chillen, einfach in meinem Zelt entspannen. Da ist alles mit dabei. All-Inclusive-Urlaub und eine Pause für Toni. Aber wo muss ich denn da hin? Ich habe auch alles schon eingepackt in meinem Rucksack, weil viel mehr musste ich auch gar nicht mitnehmen. Hallo? Bin ich richtig hier? Ey, da schläft einfach jemand. Entschuldigung. Ey, der hat eine ganz, ganz wilde Frisur, Leute. Hey, du da. Ja? Ich hab All-Inclusive gebucht. Hey. Erstmal klingeln. Klingeln? Da steht Klingel. Aber da lang? Und da lang? Hä? Ja, wo soll denn die Klingel sein? Na, guck da aufs Schild, Mann. Auf dem Schild steht drauf, wie du die Klingel findest. Ich geb dir einen Tipp. Die Klingel ist draußen auf dem Rasen. Ist doch klar. Los, Klingel. Ist doch klar. Was ist denn das für ein Typ, ey? Okay, wo ist die blöde Klingel jetzt? Welcher Mensch macht seine Klingel auf den Rasen? Ich will doch einfach nur meinen All-Inclusive-Urlaub. Ich glaube, ich hab's. Was? Ja, hallo, ich war gerade schon da. Hier bin ich. Wer hat hier geklingelt? Ich hab geklingelt. Hallo. Ich war doch gerade schon da. Wer hat hier geklingelt? Hallo, ich hab geklingelt. Oh, hallo, guten Tag, hi, na? Ich war doch gerade schon hier. Ja, ich hab All-Inclusive Camping-Urlaub gebucht. Ja, genau, da sind Sie hier beim Check-in. Und Sie haben gebucht? Ja, All-Inclusive. Ganz entspanntes Campingwochenende für mich. Auf welchen Namen? Toni. Toni. ja, Toni. Genau, da müssen wir nur noch ein paar Formalitäten klären, ist ja klar. Ne? Also so ein Campingurlaub ist ja nicht einfach nur ein Campingurlaub. Ne? Und deswegen müssen wir hier noch was klären. Rein von der Theorie her ist es wichtig, dass wir erstmal die Formalitäten vom Vertrag klären. Also, wie du genau siehst, ist das hier nicht rein rechtlich gesehen ein All-Inclusive, sondern etwas anders. Aber das ist nicht schlimm, ich erkläre dir das später. Was? Kein All-Inclusive? Ja, und Probleme sind auch, dass es quasi kein Zelt gibt. Und es gibt quasi hier nochmal eine Unterlassungserklärung wegen dem Schlafen. Also du darfst hier auch nicht ganz schlafen, verstehst du? Du musst dann nachts wieder gehen und sowas. Aber das ist nicht schlimm, das erkläre ich dir später. Wo ist denn mein Campingzeug? Ich dachte, ich habe ein aufgebautes Zelt. Ich habe alles, was ich brauche. Einen Kocher, was zu essen, was zu trinken. Eine coole Hängematte, in der ich chillen kann. Und alles, was ich bekomme, ist dieser Rasenmann. Ja. Camping ist so eine Sache, die macht man in der Natur. Deswegen macht ihr keinen Stress, okay? Das wird ein klasse Urlaub. Ich sorg mal dafür. Warte mal. Ich habe ein Willkommensgeschenk für dich, okay? Oh Mann, ich wollte doch einfach nur mal entspannt campen. Das ist gegen die Sonne, damit es dir gut geht. Und ich würde sagen, ich zeig dir einfach mal deinen Platz, wo du heute einfach übernachten kannst oder auch einfach ein bisschen entspannen kannst, wofür du auch heute hier bist. Also, komm mit. Oh Gott, ist das eine Sonne. Also. Das hier ist quasi dein Reich. Komm mit. Hier ist niemand. Also es gibt viele Bestellungen und leider ist es halt gerade sehr eng.
Und vom Strom her ist es eng und alles ist so ein bisschen kompliziert. Komm, komm, komm. Also, hier quasi ist ein entspannter Ort. Auch so ein bisschen windgeschützt. Hier so in die Richtung. Das wäre dein Platz. Also da drin. Da drin? Oh Gott, ja. Also ich habe dir ja gesagt gehabt, eigentlich hättest du eine Heckenschere mitnehmen müssen. Aber die hast du nicht da, die hast du vergessen, oder? Oh Leute, wo bin ich nur gelandet? Naja. Weißt du, ich brauche doch ein Zelt, ich muss doch irgendwo schlafen. Ich kann doch nicht da drin campen. Du wolltest nicht das Buschcamping buchen? Nein, ich habe nicht das Buschcamping gebucht. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, habe ich da was für dich. Ich kann dir einen anderen Platz anbieten, aber das müsste ich später dann noch auf die Rechnung schreiben. Aber das ist nicht schlimm, es wird nicht viel sein. Komm mit, ich gebe dir einen anderen Platz. Nein, nein, ist ja cool, ist ja cool. Ich gebe dir einfach einen anderen Platz und dann kann ich dir auch noch ein bisschen helfen. Och, hast du übrigens die Klingel da hinten gefunden? Ja, ich habe geklingelt. Das ist ein richtig guter Platz, oder? Den habe ich mir selber ausgedacht. Also, oh Mann, Leute. Wenn du möchtest, du kannst quasi genau hier campen. Aber das gebe ich dir auch nur, weil das hier gerade spezielle Bedingungen sind. Normalerweise ist hier alles ausgebucht, aber heute kriegst du einfach hier einen schönen Platz. Warte, warte, warte. Stopp, stopp, stopp. Also ich kann hier nicht einfach auf dem Rasen campen. Ich brauche Ausrüstung, ich brauche irgendwas. Okay. Ich kann mich doch nicht hier einfach ins Gras legen und hier meinen erholsamen All-Inclusive-Urlaub verbringen. Irgendwas brauche ich doch. Okay, okay. Ich habe eine Idee. Ich kann dir helfen. Okay, ich kann dir ein paar Camping-Utensilien leihen. Leihen. Genau, aber ich müsste da ein paar Challenges stellen. Und wenn du die schaffst, dann würden wir vielleicht ein paar Sachen rausrücken, dass du ein besseres Camping-Erlebnis hast. Challenges? Was sind für Challenges? Zum Beispiel Schere, Stein, Papier. Okay. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ha! Oh, okay. Ha! Hier, bitteschön. Deine Sonnenbrille. Oh, yeah. Genau so läuft das hier. Also, ich werde dir jetzt ein paar Challenges bringen. Und wenn du die gewinnst, dann könntest du möglicherweise doch einen angenehmen Urlaub hier haben. Also, find dich einfach hier zurecht. Und falls irgendwas ist, bau dich hier auf. Hab eine schöne Zeit. Und falls was ist, einfach hier klingeln. Dann weißt du ja, ich bin da vorne dann an der Rezeption. Oh, Mann. Okay, alles klar. Bis später. Boah, ja, was soll ich denn jetzt machen? Das Einzige, was ich habe, ist diese Mütze, diese Sonnenbrille und mein Rucksack. Aber da ist auch halt auch nur ein paar Klamotten drin. Und was soll ich denn jetzt einrichten, ey? Also ich habe mir meinen All-Inclusive-Camping-Urlaub echt anders vorgestellt. Ey, der pennt einfach da drüben schon wieder. Oh Mann, dann muss ich jetzt wohl diese blöden Challenges machen. Okay, klingel ich halt. Ja, ich bin's! Oh Mann! Hallo! Hallo, ich bin's! Wir hatten geklingelt! Hallo, ich bin's! Oh, hi! Hallo, guten Tag! Willkommen beim Camping! Sie sind hier beim Check-in! Ich bin Toni, ich bin da hinten! Ich habe mich gerade eingerichtet auf meinem Stück Rasen! Und wir machen jetzt ein paar Challenges, dass ich wenigstens ein bisschen was zum Campen habe! Okay, Sie wollen hier campen oder campen Sie hier schon? Ich campe hier schon! Okay! Und wer hat Ihnen da diesen besten Platz gegeben? Ja, Sie! Ich war das. Ach so, okay. Haben Sie auch schon die Regeln gelesen? Oder ja! Soll ich sie nochmal zeigen? Nein! Okay. Wollen Sie nicht nochmal wirklich reinsehen? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, wissen Sie was? Ich kann Ihnen einen Deal anbieten. Sie könnten mir helfen bei einer Sache. Und zwar, wissen Sie, ich brauche Hilfe. Und zwar, ich brauche Bilder von mir. Wissen Sie? Bilder? Ja, ja. Ich möchte gerne, wie soll ich sagen? Ich möchte gerne auf Tinder gehen und ein paar Leute kennenlernen. Wissen Sie, ich suche nach einer Frau. Und dafür brauche ich Bilder fürs Internet. Und ich bräuchte jemanden, der so Bilder von mir schießt. Und im Austausch dafür würde ich Ihnen ein Zelt geben. Was sagen Sie davon? Ein Zelt? Ja, genau. Okay, Leute, ein Zelt würde mich echt schon mal retten jetzt. Und ich muss Fotos von dir für Tinder machen? Ja, genau. Ich suche nach einer Freundin, weißt du? Und ohne gute Fotos, da läuft einfach nichts, weißt du? Und dementsprechend brauche ich ein paar gute. Kannst du mir helfen? Okay, ja klar kann ich dir helfen. Okay, dann hole ich jetzt kurz mal mein Fotoapparat und dann checken wir das mal kurz. Sein Fotoapparat, ey. Was für Fotos soll ich denn von dem Typ schießen? Oh Mann. Also, das hier ist meine Kamera.
Und weißt du, ich brauche quasi so ein cooles Foto. Ich habe schon ein paar geschossen gehabt, aber bei mir funktioniert das nicht so ganz. Also ich, das macht dann die Fotos hier so fertig und dann nimmt man quasi dieses Foto und dann kann man das so, muss man nur ein bisschen schütteln und dann kann ich das benutzen. Ah ja, ich glaube, es entwickelt sich schon ganz gut. Ja, 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 sag mal. Also, jetzt, du bist ja eine Frau. Genau. Und ich suche ja auch eine Frau dann im Internet. Und wie findest du dann das Bild? Ist das schon gut oder? Also, ich muss sagen, so, da ist noch so ein bisschen Handlungsspielraum. So. Also, da kann man noch ein bisschen was verbessern. Lass mich das mal machen, okay? Okay, aber wo soll ich hingehen? Soll ich dann in den Rasen gehen, so posieren? Wir inszenieren jetzt ein richtig gutes Bild für dich, okay? Also, leg dich mal in die Hängematte. Okay, okay. So, ganz liegen, so. Das sieht schon mal entspannt aus, weißt du? Du musst einfach locker wirken, so. Locker? Ja, nimm mal den Hut. Okay. So dann? Ja. Okay, okay, also du musst ein bisschen entspannter gucken und ein bisschen lächeln, okay? Wie soll ich lächeln? Also, okay, ich guck einfach so. Okay, 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 ich glaube, wir machen das so. Haha, ja. Yeah. Klasse. Oh Gott. Okay. Okay, das Foto kommt. Ich muss ja auch zeigen, dass ich stark bin. Nein, du musst nicht nur zeigen, dass du stark bist. Weißt du, es geht nicht nur um Stärke, es geht auch um Intelligenz. Deshalb habe ich hier deine Schriftrolle noch mit dabei, dass man auch sehen kann, dass du auch ein bisschen was im Kopf hast, auch wenn ich das ein bisschen bezweifle. Ja, ich bin intelligent. Stimmt, das muss ich auf dem Foto zeigen. Das hier sind die Regeln. Ja, Regeln sind doch cool, oder? Okay, dann nimm mal in die Hand noch den Rucksack und heb den so stark nach oben. Ja, da zeige ich hier Stärke und hier Intelligenz. Genau, das ist, was man braucht. Und? Sieht es gut aus? Okay, okay. Und soll ich vielleicht noch ein Foto mit der Klingel machen? Oh Mann, Leute, ich will doch einfach nur mein Zelt, ey. Lass uns doch ein Foto mit der Klingel machen. 3, 2, 1, tschüss. Yeah. Ja, Mann. Oh. Okay, dann schauen wir uns mal deine Fotos an. Gucken wir mal. Also das hier. Was hältst du von dem? Also vielleicht ist es ein bisschen zu cool. Vielleicht reicht's. Manchmal ist weniger mehr, weißt du? Vielleicht konzentrieren wir uns einfach auf die anderen Fotos. Okay. Vielleicht ist es ein bisschen besser. Dann hier, ich mit der Klingel, meinst du? Das ist doch nett, oder? Das heißt, bei mir kann man immer zu Hause klingeln. Ja, oder? Ja, Klingel, ja. Klingel bei mir, wenn du abhängen möchtest, kann ich da drunter schreiben. Cooler Spruch. Okay, und danach kann ich... Könnte funktionieren. Und hier kann man sehen, ich bin ein netter Typ, weißt du? Man kann abhängen. Das ist doch cool, das Bild, oder? Ja, du hast auch mit deinen Daumen so einfach positive Vibes, weißt du? Du strahlst einfach ja, netter Daumen. Ha, und das machen wir, glaube ich, dann zum Anfang, oder? Ich zeige Stärke mit dem Rucksack und dann mit der Rolle Intelligenz. Okay, also nimm das als erstes, dann das mit dem Daumen und der Hängematte und dann von mir aus das mit der Klingel. Aber bei mehr kann ich dir echt nicht helfen. Und das dann als erstes? Nein! Oh, danke. Okay, gut. Als Belohnung kriegst du von mir jetzt dein Zelt. Oh, Gott sei Dank, ey. So, bitteschön, hier dein Zelt. Wow. Und hier noch die Stangen. Alles klar, ne? Krieg ich auch eine Anleitung dazu? Nein. Alles klar, du musst jetzt leider gehen. Was? Okay, bis später. Falls was ist, einfach klingeln, okay? Oh Mann, der mit seiner Klingel. Der Typ ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber immerhin habe ich jetzt mein Zelt. Oh, jetzt muss ich nur noch checken, wie ich das hier aufbauen soll. Wie soll denn das funktionieren? Boah, habt ihr schon mal ein Zelt aufgebaut? Das ist echt gar nicht so leicht. Ich dachte, ich komme hier an und alles ist für mich aufgebaut. Aber das muss ich hier alles selber machen. Ah, guck mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ey! Ja! Sag mal, kannst du mir vielleicht helfen? Meine Güte. Boah. Hey, was machen Sie denn hier? Ich bin Toni. Ich habe gerade schon mein Zelt hier gewonnen. Und kannst du mir vielleicht helfen? Du weißt doch, wie man das aufbaut. Woher haben Sie denn das Zelt?
Ich habe das Gleiche. Oh ja, ich kann Ihnen helfen. Also, Sie bauen das auf. Sie machen da die Pfeiler. So, und dann zusammendrücken an den richtigen Stellen. So. Wie baut man das denn auf? Das ist doch dein Zelt. Okay. Nach den richtigen Regularien ist dieses Zelt jetzt richtig aufgebaut. Okay, und das ist auch sicher? Es ist richtig aufgebaut. Okay. Aber ob es sicher ist, weiß ich nicht. Aber Sie können mal gerne testen. Gehen Sie doch mal rein. Also es dürfte eigentlich gemütlich sein, viel Platz. Es ist ein All-Inclusive-Zelt und man kann da drin tatsächlich allmögliche Sachen erleben. Also hier ist echt gar nichts All-Inclusive. Aber okay, ich check mal die Lage aus in diesem Zelt. Aber immerhin kann ich jetzt mal ein bisschen entspannen hier. Oh, ich räume den Platz auf. Hier ist doch nur Rasen. Ja, wie soll ich sagen, ne? Manchmal muss man halt aufräumen. Ich wollte einmal entspannen jetzt in meinem Zelt. Ach so, ich habe Sie gestört. Oh, tut mir leid. Ich wollte das nicht. Entschuldigen Sie. Ja gut, okay, dann gehe ich jetzt wieder. Wenn Ihnen noch irgendwas fehlt, aber Sie haben ja eigentlich schon fast alles, um glücklich zu sein, dann klingeln Sie einfach. Lass uns einfach direkt weitermachen. Ich will einfach noch ein paar tollere Sachen. Kann ich die irgendwie verdienen? Ja. Sie haben ja noch nicht mal eine Nacht. Ja, okay. Ja, ich kann mir da was vorstellen. Kommen Sie mit. Leute, endlich habe ich mal einen All-Inclusive Campingurlaub. Ich mache euch mal eine Roomtour, okay? Also, hier habe ich erstmal meinen Pool bekommen und ich habe sogar ein Hai. Und daneben habe ich direkt für abends ganz gemütliche Grillabende in meinem Camping eine Feuertonne. Und habe hier noch so einen kleinen Teppich. Ich kann es mir wirklich richtig gemütlich machen. Ich bin zwar immer noch neben dieser blöden Klingel, aber die Challenges waren schon ganz in Ordnung mit ihm. Und das ist richtig cool. Mein eigener Mini-Ventilator. Endlich das, was ich die ganze Zeit wollte. Und später kann ich mir hier noch was zu essen kochen. Und jetzt nehme ich euch mal mit in mein Zelt. Das ist nämlich super, super gemütlich. Oh, wenn ich jetzt in mein Zelt reingehe, habe ich natürlich erstmal eine super gemütliche Luftmatratze und einen ganz warmen Schlafsack für die Nacht. Und hier werde ich mir später erstmal ganz, ganz so schöne Marshmallows an meinem Feuer machen. Und was man auf jeden Fall braucht, ist Sonnencreme, Leute, gerade fürs Gesicht. Und vielleicht spiele ich später auch noch eine Runde Uno. Endlich ist dieses ganze Drama vorbei. Und ich werde jetzt einfach mal weiter meinen Urlaub hier genießen. Ganz entspannt meine Füße hier hochlegen und endlich einfach nur campen. Mit meiner Sonnenbrille. Ah, und falls der Wärter gleich kommt, oh mein Gott, habe ich hier noch meine Spritzpistole. Ha, dem werde ich gleich erstmal was zeigen. Ach ja. Das ist jetzt mein All-Inclusive Campingurlaub. Ich kann endlich entspannen. Eieieiei. Herzlichen Glückwunsch. Das ist hier ein richtig schöner Campingplatz. Dankeschön. Ne? Das ist das, was ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe. Ja, um nochmal bei den Vertragsregeln zu bleiben, wollte ich nochmal kurz mit Ihnen ein paar Sachen besprechen. Und zwar ist hier nämlich etwas wichtig. Und zwar, Sie dürfen hier nicht einfach alles tun und machen, was Sie wollen, sondern hier wird regelmäßig der Rasen gepflegt. Und Sie dürfen keine Freunde einladen. Sie müssen nachts nach Hause gehen. Ebenfalls müssen Sie gucken, dass Sie die Lärmbelästigung nicht ignorieren. Dann die Nutzung der Minibar.
ist auch nicht unbedingt immer erlaubt. Und Sie sollten darauf aufpassen, dass WLAN-Nutzung vorsichtig mit einer 1,5 Gigabyte Maximalnutzung verwendet werden darf. Okay, keine Ahnung, was das alles bedeutet. Genau, und außerdem gibt es noch eine weitere Sache. Und zwar, wir haben hier quasi eine Rasensprengung. Das Problem ist aber, dass es genau jetzt startet. Deswegen tut es mir leid, ich muss leider gehen. Der Rasen wird jetzt leider gesprengt. Tschüss, Ade. Hey, jetzt werde ich ja ganz nass. Hey! Oh Mann! Weißt du, langsam reicht's mir. Oh. Ey, ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe genug von diesem blöden Campingurlaub hier. Oh. Ich habe echt die Nase voll hier. Was ist das eigentlich für ein blöder All-Inclusive-Urlaub? Ich gehe jetzt. Oh, entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie, warten Sie. Sie müssen einen Checkout machen. Oh Gott, oh Gott. Ein Checkout? Was für ein Checkout? Also, erstmal, Sie sind ganz nass. Uiuiui. Also ja, natürlich bin ich nass. Ah! Hey! Was soll denn das? So, jetzt haben wir das geklärt. Sie müssen noch richtig auschecken. Also, würden Sie noch eine Minute Zeit nehmen und möglicherweise ein paar Fragen beantworten, wie Ihnen der Aufenthalt hier gefallen hat? Nein, was sind für Fragen? Naja, wie zum Beispiel, ob Sie diesen Campingplatz noch an andere Kunden weiterempfehlen würden. Auf gar keinen Fall empfehle ich diesen Campingplatz an irgendwen weiter. Okay, alles klar. Gut, dann was halten Sie davon, wenn Sie uns vielleicht nochmal besuchen? Ich gebe Ihnen einen 15% Gutschein. Kann ich jetzt bitte einfach gehen? Was wollen Sie denn noch von mir? Gehen? Sie wollen jetzt schon gehen? Aber hier ist doch so toll. Nein, es ist schrecklich hier. Okay, also Sie wollen wirklich gehen. Okay, entschuldigen Sie. Ich habe eine Idee. Ich habe für Sie ein kleines Geschenk. Und als Entschuldigung, ich weiß, das mit dem Wasser war vielleicht doch noch mal ein bisschen blöd. Ich möchte Sie hier behalten, weil ich muss Ihnen ehrlich gesagt zugeben, es gibt nicht so viele Leute, die bei mir den Campingplatz buchen, wissen Sie? Ah, das verwundert mich aber. Ja, ich habe vielleicht am Anfang ein bisschen gelogen, dass hier alles ausgebucht ist. Also, es gibt schon manchmal Leute, die was buchen, aber die kommen nicht. Aber Sie sind gekommen und deswegen möchte ich Sie gerne behalten. Gehen Sie bitte noch nicht. Ich schenke Ihnen was. Was ist das denn für ein Geschenk? Hier. Ich schenke Ihnen einen waschechten Mini-Kühlschrank zum Campen. Oh, also ich muss sagen, so ein Mini-Kühlschrank ist schon das ultimative Camping-Gadget. Und wir können vielleicht noch eine Runde Marshmallows machen gehen. Werden Sie da dabei? Okay. Alles klar. Und wieder ein glücklicher Kunde. Super glücklich. Perfekt. Alles klar, dann gehen wir jetzt Marshmallows kochen. Yeehaw! Okay, Leute, das war das heutige Video. Wir haben hier schon Marshmallows, aber kein Feuer. Also Leute, das war tatsächlich der Camping-Trip von Toni und Roman. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben gerne und schaut gerne im Shop vorbei. Und wir werden jetzt diese Marshmallows essen. Wir essen die einfach so. Cheers! Cheers!